Endlich hat sie ihre Bestimmung mal gefunden. Darfst du nicht zu weit rechts fahren? Gibt es ja doch mehr zu entdecken, als ich erwartet habe. Jetzt sind wir in Kulniga. Kulniga. Wie auch immer man es ausspricht. Da haben wir ja immer so unsere lieben Noten mit, die Sachen auszusprechen. Und jetzt gehen wir hier mal ins Städtle. Das ist aber nicht so groß. Und nachher fahren wir weiter. Da oben ist ein Storchennest. Schwer besetzt. So, die Gogo, da sind Flügel gewachsen. Endlich hat sie ihre Bestimmung mal gefunden. Als Fee. In der Installation. Die ist aber etwas düster. Da kann man nicht. Ja doch, da kann man auch sitzen. Ja, nicht alle haben so schöne schnuckelige Häuschen hier in Lettland. Es gibt natürlich auch so Mietskasernen, die schon was länger hier stehen und die nicht aufgehübscht worden sind. Auch das gibt es in Lettland. Sehr schönes Städtchen. Vielen Dank an Helene und Moto, die uns den Tipp gegeben haben. Die haben wir getroffen. Also Krümel steht heute hier mitten in Lettland an einem See. Wir dachten einsam, aber so einsam ist es nicht, weil die ganze Dorfjugend, wir haben Samstagabend, hier hinkommt mit Zelt und Bier und sonst was und Party macht. So, guck, schmeckt's dir denn? Klar. Hab ich ja auch gekocht. Ja. Das ist noch sehr gut. Und jetzt fahren wir rüber nach Litauen. Dort gibt's irgendwie einen Berg mit unzähligen Kreuzen, die einer mal versucht hat zu zählen, aber es nicht geschafft hat. Das soll sehr, wie heißt das, spooky aussehen. Ich bin gespannt und hoffe, dass wir das noch im Sonnenschein schaffen, weil eine dicke Regenwolke kommt von Süden. Und was ich auch noch machen muss, gefühlt zum 100. Mal den Krümel abschmieren. Wir sind jetzt über 10.000 Kilometer gefahren und auch viel Schotter, sodass ich heute da mich nicht mehr drücken kann und das machen muss. Wird aber an alle, die da ein bisschen Respekt vorhaben, mit der Zeit echte Routine. Ist nur eine Drecksarbeiter unter dem Auto. Macht wenig Spaß. Ich gehe mal gucken, was der Tom macht. Der wollte ja abschmieren. Oh ja, da liegt er ja. Echt zum Heulen hier. Da liegt einer. Ich sehe nur Beine. Bequem aus. Das ist eine echte Scheiße.
Oh, guck mal, ein richtiges Schmuddelkind. Dass die Nippel in der Kardanwelle so nach oben stehen, sodass ich nicht drankomme. Da musst du immer fummeln und ein paar Meter, ein paar Zentimeter das Auto bewegen, dass die wieder richtig stehen. Wir fahren gerade durch Auce und sind gleich an der Grenze Lettland-Litauen. Noch ein paar Kilometer. Dann wechseln wir mal wieder das Land und sind gespannt, was da noch kommt. Und ob man da jetzt auch einen großen Unterschied merkt. Guck mal, da sind schon wieder Störche. Also wir sind jetzt gleich bei unserer ersten litauischen Sehenswürdigkeit. Und zwar ist das der Berg der Kreuze. So, das Wetter ist uns immer noch gewogen. Und wir sind jetzt bei dem Hügel der Kreuze oder Berg der Kreuze. Das gar nicht so filmisch so darstellen, wie groß das Gebiet hier ist und wie viele Kreuze das sind. Also im Zweifel mal selber hinfahren und auf sich wirken lassen. Wir fanden es schon sehr beeindruckend, obwohl wir jetzt nicht so religiös irgendwie sind, aber diese ganzen Kreuze, alle unterschiedlich, mit Jahreszahlen und Inschriften drauf und dann hängen überall auch noch die Rosenkränze dran. Also hier sind schon sehr viele Menschen gewesen und haben ihr Leid oder auch ihre Bitten abgeliefert. Wir hoffen, es nützt was und wünschen jedem das Beste. Ja, sehr beeindruckend. Yeah, endlich wieder Dirt Road. Und die ist viel angenehmer zu fahren als diese geflickte Asphaltstraße. Darfst du nicht zu weit rechts fahren hier. Jetzt fährst du dich im Sand. So, ich habe mir heute mal estnische Erbsensuppe gegönnt. Ich bin gespannt, wie es schmeckt. Coco wollte die nicht. Coco, was gibt's bei dir? Estnische Macaroni. Estnische Macaroni zeige ich euch auch gleich. Also die estnische Erbsensuppe schmeckt wie die deutsche. Sehr gut nämlich. Ja. So, die Macaroni sehen gar nicht aus wie Macaroni. Doch. Mini-Macaroni. Mini. Schmecken, naja. Probier mal. Ich habe jetzt erstmal Barbecue-Soße reingeschüttet, damit es überhaupt noch irgendwas schmeckt. Macht satt. Bei einem Regentag. Wir sitzen hier übrigens gerade einen Regentag aus und wollen morgen nach Kaunas. Litauischer Straßenbau. Wir sind auf dem Weg nach Kaunas. Wenn die Straße aber oft so ist, und das ist sie, brauchen wir für die, wie viel sind es, 120 Kilometer? Bestimmt den halben Tag. Katastrophe. Wir sind gerade über so eine schöne Rüttelwellblechpiste gefahren, die ist deutlich angenehmer als hier Schlagloch an Schlagloch. LKW hat man hier in Litauen echt schlechte Karten. Jedes zweite Verkehrsschild
ist eine Durchfahrt verboten für Lkw. Wir hoffen, wir kommen jetzt nach Kaunas rein und werden nicht wieder von so einem Schild irgendwie gestoppt oder umgeleitet. So, passt nicht so ganz auf den Parkplatz, aber passt. So, wir haben jetzt einen Parkplatz gefunden, hoch über der Stadt, an so einer Aussichtsplattform. Hier kann man auch super auf die Stadt runter gucken. Aber im Moment ist es alles noch ein bisschen trüb. Soll aber aufhellen. Und jetzt gehen wir über die Brücke. In die Altstadt von Kaunas. Hier kommt die Sonne raus und wir gehen jetzt zur alten Festung. Ich bin gespannt, vorher kaufen wir noch für PS-Camper Tours einen Litauen-Magnet. Und hast du einen? Zeig mal. Sehr schön. Ja. Kann die Peggy sich freuen. Ich hoffe, ihr gefällt. Ja. So, jetzt gehen wir zur Burg. Mach ein Foto auch. Das Rathaus. Das Priesterseminar ist das und heute ist da wohl Universität drin. Hier gibt es ja doch mehr zu entdecken, als ich erwartet habe. Guck mal, da ist eine Festung. Also ich glaube, heute wird der Burggraben hier anders genutzt. Erstens mal von den ganzen Raben. Zweitens mal ist das ja nicht besonders tauglich, um die Feinde abzuwehren. Da ist nämlich eine Treppe in den Burggraben. Ich nehme mal an, hier wird es Veranstaltungen geben. Das ist der Ritter von Kaunas. Direkt vor der Burg hier. Sehr geil. Aus Eis gemacht. Ah, meine Holde, komm rau, runter. Ich dachte, du machst einen todesmutigen Sprung. Ja, du hättest einen todesmutigen Sprung gemacht, dachte ich. Nee. Als Fußlama macht man nicht so todesmutige Sprünge. Ach. Morgen wird sonnenklar. So, ist mal wieder Schlafenszeit in der Krümelkiste. Und der Kuba, der hat sich ja schon durchgesetzt. Früher musste der immer am Boden schlafen. Jetzt kriegt der abends sein Bett gemacht. Und der wartet immer schon drauf, dass Coco aufsteht. Dann sitzt er da, bis sein Bett gemacht ist. Und mal gucken, ob der jetzt gleich einen zufriedenen Gesichtsausdruck macht und direkt da drauf springt. So, da ist einer ganz doll müde. Gute Nacht, mein Schätzchen. Küsschen. Kommt da nochmal schmusern? Ja. Oh, hier ist eine Mücke, Kuba. Wir müssen eine Mücke noch wegmachen. So, weg mit dir.